Dann eine Frage zu Cyberangriff, also zu Ransomware-Angriff, wo ja in der letzten Zeit recht häufig sind. Können in so einem Fall alle Kunden ein Auskunftsbegehren stellen? Ja, du? Ja. Ja, also jeder, der Daten bei jemand hat, kann entsprechend auch ein Auskunftsbegehren erstellen, ob jetzt seine Daten betroffen sind. Also Antwort ist ja. Das heisst, potenziell kann da eine rechte Lawine auf ein Unternehmen zukommen, oder? Wenn man jetzt den Emil Frey annimmt, wo ich weiß nicht, wie viele Hunderttausende von Kunden hat. Genau, und das ist, glaube ich, das Risiko, was heutzutage diese Kombination, ne, zu sagen Angriff, was passiert dann? Und es ist ja auch ein legitimes Kunden- oder Mitarbeiterinteresse in so einem Fall. Ja. Inklusive dem Zeitfenster von 30 Tagen, was dann, wenn viele Anfragen kommen, doch schon wenig sein kann.